Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video am 26.07.2020. Heute ist wirklich Sonntag und heute fühlt sich's auch an wieder wie ein Sonntag. Ich war ein bisschen draußen mit meiner Mutter, aber es ist relativ viel Wind gegangen und dann haben wir uns reingesetzt. Ich habe bis um 12:30 geschlafen. Aber nicht durchgehend, sondern immer wieder mit Unterbrechungen, weil die Nachbarn so laut waren. Und bin heute dementsprechend müde, weil auch bis mitten in der Nacht keine Ruhe war. Mir ist es ja egal, wenn die feiern, aber heute ist mir extrem am Arsch gegangen und ich bin auch dafür, dass es erst 2021 ist, schon sehr müde und habe noch nicht mal meine Medikamente genommen. Im Großen und Ganzen geht's mir mittelmäßig bis gut. Es schwankt sehr stark. Ich habe halt Stimmungsschwankungen, aber das kennt ihr eh von mir. Und ich bin genervt, dass das mit dem Schlaf einfach nicht so klappt und dass es noch so lange dauert, bis ich zum Psychiater komme. Am 3. September habe ich den Psychiater, weil er den ganzen August nicht da ist. Und das macht mir schon Sorgen, weil so müde wie ich bin und so schlecht wie ich schlafe, werde ich das nicht mehr so lange aushalten. Aber naja, was muss, das muss. Ich update gerade mein iPad. Das hatte gestern starke Akkuprobleme, weil ich es länger nicht geladen habe. Und es hat den ersten Tag nur auf 9% hochgeladen und heute ist es voll. Also war es tiefenentleert, was ja nicht so gut ist für die Geräte. Aber ich benutze es halt so selten. Sonst gibt's nicht viel Neues. Mein Vater ist heute im Dienst. Mein Hals kratzt. Ich habe ein bisschen Husten. Aber nichts Schlimmes. Ich glaube, ich habe einfach zu viel geraucht. Und sonst gibt's einfach nicht viel Neues. Es passiert die letzten Tage so wenig. Claudia war auch schon lange nicht mehr da. Und kommt am Mittwoch. Letzten Mittwoch war sie da. Also schon fast eine Woche. Ich muss morgen um 6:30 aufstehen, weil wir um 8 in St. Pölten sein müssen und ich ja frühstücken muss und so. Und ich bin jetzt schon mehr als genervt, dass ich so früh aufstehen muss. Aber es bleibt mir wohl nicht erspart. Und ja, das war's so von meinem Tag. Mehr ist wirklich nicht passiert. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Eure Ines.